Hallo zusammen. Ich möchte heute mit euch ein paar unglaubliche Aussagen teilen, sowohl von Papst Franziskus als auch von dem sogenannten Schwarzen Papst, dem Obergeneral der Jesuiten. Wir lesen hier in der Tagespost: Jesuitengeneral Sosa, den Teufel gibt es nur symbolisch. Der Teufel existiert als symbolische, nicht als persönliche Realität. Mit diesen Worten hat Jesuitengeneral Arturo Sosa Abascal erneut seine Auffassung bekräftigt, dass der Teufel als konkrete Gestalt in der Heilsgeschichte nicht existiert. Der 70 Jahre alte Venezuelaner, der 2016 zum Schwarzen Papst der Gesellschaft Jesu gewählt worden war, hatte am Rande des Meetings für die Freundschaft unter den Völkern in Rimini, der italienischen Zeitschrift Tempi, ein Interview gegeben und auf die letzte Frage, ob der Teufel existiere, geantwortet, dass es in der Sprache des Ordensgründers Ignatius von Loyola der schlechte Geist sei, der den Menschen dazu bringe, Dinge zu tun, die dem Geist Gottes entgegenstünden. Dieser schlechte Geist würde als personifiziertes Übel in verschiedenen Strukturen existieren, aber nicht in den Personen, weil er keine Person ist, sondern eine Art und Weise, das Böse zu bewirken. Der Teufel sei keine Person, so wie der Mensch eine sei, meinte Sosa weiter. Das Gute und das Böse liegen im menschlichen Bewusstsein, in einem beständigen Kampf. Wir erkennen Gott als das Gute, als das durch und durch Gute an. Die Symbole sind Teil der Wirklichkeit und der Teufel existiert als symbolische, nicht als persönliche Realität. Papst Franziskus sieht das anders. Mit dieser schleierhaften Rede steht der Jesuitengeneral im Gegensatz zu dem zurzeit prominentesten Spross der Gesellschaft Jesu, das heißt Papst Franziskus. Noch bei der Generalaudienz am 1. Mai dieses Jahres bekräftigte Franziskus seine vielfach geäußerte Auffassung, dass es das personale Böse real gebe. Wer meint, der Teufel existiert nicht, der irrt. Dann heißt es weiter: Der Papst sprach bei dieser Erläuterung über die Bitte des Vater Unser und führe uns nicht in Versuchung. Dies bringt uns zu der nächsten Aussage, nämlich der, dass Papst Franziskus sagt: Gott führt uns nicht in Versuchung. Papst Franziskus ist nicht so richtig zufrieden mit dieser Übersetzung einer Vater Unser Bitte. Im Dezember 2017 stieß er eine Debatte darüber an, ob man nicht besser beten sollte und lass uns nicht in Versuchung geraten. An diesem Mittwoch kam er auf das Thema zurück. Nun, was genau sagte denn Papst Franziskus im Dezember 2017 über das Vaterunser? Wir lesen dazu auf der Webseite von welt.de vom 8. Dezember 2017: Und führe uns nicht in Versuchung, wie es etwa in der deutschen und auch in der italienischen Version des Vaterunser heißt. Sei keine gute Übersetzung, sagte der Papst in einem Interview mit dem italienischen Sender TV2000. Lass mich nicht in Versuchung geraten, wäre besser, so Franziskus. Ich bin es, der fällt, aber es ist nicht er, der mich in Versuchung geraten lässt. Ein Vater mache so etwas nicht. Ein Vater hilft, sofort wieder aufzustehen. Wer dich in Versuchung führt, ist Satan. Hat Papst Franziskus recht mit seiner Aussage? Er sagt weiter: Es ist nicht einfach, den griechischen Ausdruck, der so viel bedeutet wie »Lass uns nicht in Versuchung geraten« oder »Lass uns ihr nicht erliegen«, in einem Wort wiederzugeben. Ist wirklich die Übersetzung des Textes schuld? Interessanterweise lesen wir in demselben Artikel: Das Problem ist, der griechische Urtext ist möglicherweise gar nicht so schwer zu übersetzen, wie es der Katechismus andeutet. Das Vaterunser hat für Christen deshalb so eine überragende Bedeutung, weil es das Gebet ist, das Jesus selbst seine Jünger gelehrt hat. Es wird vom Matthäus und etwas kürzer vom Lukas-Evangelium bezeugt. Thomas Söding, Professor für Neues Testament an der Ruhr-Universität Bochum, hat gerade noch einmal in der Zeitschrift Christi in der Gegenwart ausgeführt, dass das entscheidende Verb auf Deutsch eindeutig hineintragen, hineinbringen heiße. Nun, wer hat nun recht, Papst Franziskus oder Professor Thomas Söding? Der eine sagt, dass der griechische Ausdruck schwer zu deuten wäre
und der andere, dass es gar nicht schwer ist, den griechischen Urtext zu übersetzen, weil das entscheidende Verb dabei eindeutig hineintragen oder hineinbringen bedeutet. Wobei geht es hier denn eigentlich? Will Papst Franziskus uns damit wirklich sagen, dass Gottes Wort umgeändert werden muss? Lasst uns da nicht auf Menschenwort vertrauen, sondern auf Gottes Wort. Denn wie heißt es in 2. Korinther 13, Vers 1, aus dem Mund von zwei oder drei Zeugen wird jede Sache bestätigt werden. Meine Frage an euch, versucht Gott uns? Wir lesen in Jakobus 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Und im nächsten Vers heißt es weiter, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Versuchung kommt sowohl von innen aus unserer eigenen sündhaften Natur, als auch von Satan aus dem Urheber der Versuchung. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 7, Vers 5. Damit euch der Satan nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Liegt es daher wirklich an der Übersetzung? Der griechische Begriff für Versuchung ist Peirasmos und kann auch im Sinne von Prüfung und Erprobung übersetzt werden. Entsprechend bedeutet das Verb Peirazo prüfen, auf die Probe stellen, versuchen. In der Lutherbibel wird dieses griechische Wort meistens mit versuchen übersetzt. In Johannes 6, Vers 6 aber auch einmal mit prüfen. Das hebräische Wort Nasa hat dieselbe Bedeutungsbreite, prüfen, auf die Probe stellen, versuchen, und wird entweder mit prüfen oder eben versuchen übersetzt, wie diese Beispiele zeigen. Wir lesen in 1. Mose 22, Vers 1 und 2, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham, und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Gott prüfte Abraham, und wieso tat er das? Wir lesen weiter ab Vers 11. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Und in Vers 18, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Ein weiteres Beispiel finden wir in 2. Mose 16, Vers 4. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Gott prüfte das Volk Israel mit dem Manna. Er ließ es an 6 Tagen vom Himmel fallen, und am 7. Tag ließ er keines fallen, dafür aber am 6. Tage die doppelte Menge. Gott prüfte, testete, versuchte das Volk, ob sie seinem Wort Glauben schenken oder nicht. War dies nicht auch ein Test, ob sie den Sabbat halten? Was passiert am Ende der Zeit? Wird Gottes Volk nicht auch wieder mit dem Sabbat geprüft werden? Werden wir uns da nicht entscheiden müssen, Sabbat oder Sonntag? Noch ein Beispiel, Gott prüfte das Volk Israel. Wir lesen in 2. Mose 20, Vers 20. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Oder in 5. Mose 8, Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Gott prüfte sein Volk,
jedoch nie mit Bösem. Ein weiteres Beispiel finden wir in Johannes 6, die Verse 5 und 6. Bei der Speisung der 5000 fragte Jesus den Philippus: Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Und dann in Vers 6, das sagt er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Das griechische Wort, welches hier für auf die Probe stellen, prüfen benutzt wird, ist ebenfalls peirazo und meint, wie schon gesagt, prüfen, auf die Probe stellen, versuchen. Jesus prüfte den Glauben seines Jüngers, der doch bereits schon so viele Wunder miterleben konnte und ganz anders auf diese Frage hätte reagieren können. Daher, wenn wir im Vater unser beten und führe uns nicht in Versuchung, sagen wir damit zu Gott, wir möchten lieber nicht versucht werden, aber wir wissen aus deinem Wort, dass wir durch Prüfungen gehen müssen, weil es der Formung unseres Charakters dient und wir ihm dadurch zeigen, ob wir ihm gehorsam sein möchten oder lieber unsere eigenen Wege gehen. Gott lässt sich in Versuchung kommen und das meint nichts anderes, als dass er deinen Glauben, dein Vertrauen in ihn und deinen Gehorsam zu ihm prüfen möchte, so wie das bei Abraham, bei Israel, bei Philippus und so weiter getan hatte. Jedoch wird er uns niemals zum Sündigen verleiten, so wie Papst Franziskus uns hier weismachen möchte, dass eben genau mit dieser Bitte im Vater Unser das gemeint sei. Daher, wenn wir den Worten des Papstes Glauben schenken, werden wir getäuscht, denn er sagt, dass Gott uns niemals versucht und dieser Text umgeändert werden sollte. Möchte Papst Franziskus noch andere Bibelstellen, die ihm nicht gefallen, umändern oder sogar ganz weglassen, so wie dies mit dem zweiten Gebot geschehen ist? Lasst uns eine weitere Aussage des Papstes aus demselben Artikel gemeinsam anschauen. Wir lesen weiter. Gott sei Vater, und darum fange ich auch das Gebet Jesu mit dem Wort Vater an. Und ein Vater stelle seinen Kindern doch keine Fallen, so Franziskus. Die Christen hätten es nicht mit einem eifersüchtigen Gott zu tun, der eine Art Konkurrent des Menschen wäre oder sich daran vergnügen würde, den Menschen auf die Probe zu stellen. Gott kämpfe jederzeit für uns und nicht gegen uns. Glaubst du auch, dass Gott dir eine Falle stellen will und sich daran vergnügt, wenn er deinen Glauben prüfen möchte? Ich denke, die Texte, die wir miteinander angeschaut haben, zeigen deutlich die Bedeutung dieses Gebetes. Noch was anderes. Er sagt hier, die Christen hätten es nicht mit einem eifersüchtigen Gott zu tun. Steht diese Aussage nicht im Gegensatz zu dem, was wir im zweiten Gebot lesen? Komm, schauen wir uns mal das zweite Gebot an. Wir lesen in 2. Mose 20, Abvers 4. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Papst Franziskus sagt, Gott sei kein eifersüchtiger Gott. Und hier steht wortwörtlich, denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott. Dass Gott eifersüchtig ist, muss im Kontext zu diesem Gebot verstanden werden. Denn es meint ganz einfach das, was eben mit diesem zweiten Gebot gesagt wird. Nämlich, dass wir uns kein Bildnis machen sollen, das wir dann anbeten. Denn nur er als unser Schöpfer ist anbetungswürdig und nichts, was geschaffen ist. Doch in den meisten Religionen ist das ja der Fall und ebenso in der katholischen Kirche. Und wie die meisten von uns ja wissen, hat die katholische Kirche das zweite Gebot, was die Bilderverehrung verbietet, entfernt. Wir sehen also, dass Papst Franziskus seine Rolle als dem Antichristen vollkommen gerecht wird, und zwar genauso, wie Gott es durch den Propheten Daniel vorhergesagt hatte.
Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Diese päpstliche Macht, von dem Propheten Daniel vorhergesagt, hatte sich angemaßt, Gottes Gesetz und Festzeiten zu ändern. Das zweite Gebot wurde durch diese Macht aus den 10 Geboten entfernt und der Sabbat des vierten Gebotes durch den Sonntag ersetzt. Die Heiligen wurden für 1260 Jahre dieser Macht in die Hand gegeben. Und nun sehen wir, wie der aktuelle Papst einen Versuch macht, Gottes Wort umzuinterpretieren. Was sagt uns die Geschichte diesbezüglich? Kam danach nicht die Verfolgung über Gottes Volk? Und wird Gottes Gemeinde am Ende nicht auch wieder verfolgt werden? Zurück zu der Aussage des schwarzen Papstes, dem Jesuitengeneral Arturo Sousa. Diesmal aus dem Catholic News Agency vom 22. August. Generaloberer der Jesuiten, der Teufel ist eine symbolische Realität. Der Generaloberer der Jesuiten hat am gestrigen 21. August gesagt, dass der Teufel ein Symbol sei, aber keine Person. Das Gute und das Böse sind in einem permanenten Krieg im menschlichen Gewissen und wir haben Arten, dies auszudrücken. Wir erkennen Gott als gut, völlig gut. Symbole sind Teil der Realität und der Teufel existiert als symbolische Realität, nicht als persönliche Realität, fügte er hinzu. Diese Aussage machte er bereits im Jahr 2017 und aus diesem Artikel hier können wir lesen, was selbst Katholiken über seine Ansicht zu sagen haben. Italienischer Exorzist an Jesuitenoberen. Nein, der Teufel ist nicht nur ein Symbol. Lima, 3. Juni 2017. Der Teufel, Satan, existiert. Das Böse sei keineswegs so eine Abstraktion. Das hat der italienische Priester, Exorzist und Autor Sante Babolin gesagt in Antwort auf Aussagen des Generaloberen des Jesuitenordens Pater Arturo Sousa. Die Gläubigen sollten die Aussagen des 4. Laterankonzils, die Worte Paulus des 6. und die Erklärung des Katechismus als drei unwiderlegbare Punkte zur Existenz des Teufels sehen, so Babolin. Lehrt die katholische Kirche nun, dass Satan nur ein Symbol für das Böse ist oder dass er wirklich existiert? Um diese Frage zu beantworten, lasst uns zu dem vorigen Artikel zurückkommen. Dort heißt es weiter: Der oberste Jesuitenpater hat nicht zum ersten Mal mit umstrittenen Aussagen über den Teufel eine Kontroverse ausgelöst. Im Jahr 2017 sagte Sousa: Wir haben symbolische Gestalten geschaffen, wie den Teufel, um das Böse auszudrücken. Angesichts der Empörung, die seine damaligen Aussagen auslösten, hatte ein Sprecher für Sousa gegenüber dem Catholic Herald gesagt: Wie alle Katholiken bekennt und lehrt Pater Sousa, was die Kirche bekennt und lehrt. Er hat nicht eine Reihe von Überzeugungen, die andere sind als die, welche der Lehre der katholischen Kirche entsprechen. Die Aussage von Pater Arturo Sousa widerspricht nicht der katholischen Lehre. Satan ist nicht real, sondern nur ein Symbol für das Böse. In dem Buch vom Schatten zum Licht lesen wir: Aber niemand ist in größerer Gefahr, von bösen Geistern beeinflusst zu werden, als der, der trotz des umfassenden Zeugnisses der Heiligen Schrift die Existenz und Wirksamkeit Satans und seiner Engel leugnet. Solange wir ihre Täuschungen nicht bemerken, besitzen sie einen enormen Vorteil. Viele achten auf ihre Eingebungen und glauben, eigenen Ideen und eigener Weisheit zu folgen. Weil wir uns dem Ende der Zeit nähern, arbeitet Satan mit größter Anstrengung, um uns zu betrügen und zu verderben, und verbreitet überall den Glauben, dass er nicht existiert. Es gehört zu seinem Plan, sich selbst und die Art seiner Vorgehensweise versteckt zu halten. Weil er sich geschickt verstellt, fragt man sich oft: Gibt es ein solches Wesen überhaupt? Es ist ein Beweis seines Erfolgs, wenn Theorien, die den einfachsten Zeugnissen der Heiligen Schrift direkt widersprechen, in der religiösen Welt so weite Verbreitung finden. Weil Satan Menschen, die seinen Einfluss nicht kennen, so leicht beherrschen kann,
liefert uns das Wort Gottes so viele Beispiele seines boshaften Tuns, deckt seine geheimen Kräfte auf und macht uns auf seine Angriffe aufmerksam. Zurück zu Papst Franziskus. Eine weitere unfassbare Aussage, die er gemacht hatte, ist folgende. Das Kreuz zeigt uns eine andere Art, den Erfolg zu messen. Wir müssen die Samen pflanzen, Gott sorgt für die Früchte unserer Arbeit. Und wenn unsere Bemühungen und Werke zuweilen scheitern und keine Früchte tragen, müssen wir uns daran erinnern, dass wir Nachfolger Jesu Christi sind und sein Leben menschlich gesprochen im Scheitern endete, im Scheitern des Kreuzes. Dies sagte er am 24. September 2015 in der St. Patrick's Kathedrale in New York bei einem Abendgebet. Jesu Leben hier auf Erden scheiterte am Kreuz. Unglaublich, diese Aussage. Und als ob dies nicht schon genug wäre, sagte er bei einer anderen Gelegenheit, Papst Franziskus hat am Fest der Heiligen Familie über die Kraft der Vergebung in den Familien nachgedacht und den Familienalltag mit einer andauernden Pilgerreise des Gebets und der Liebe verglichen. Der Papst dachte über die Sonntagslesung aus dem Lukas-Evangelium nach, in der ein junger Jesus in Jerusalem im Tempel blieb und Maria und Josef große Sorge bereitete, als sie ihn nicht finden konnten. Für diese kleine Eskapade musste Jesus wahrscheinlich seine Eltern um Vergebung bitten, schlug der Papst vor. Das Evangelium sagt das nicht, aber ich glaube, dass wir davon ausgehen können. Er sagt, auch wenn es nicht in der Schrift steht, ich sage es aber. Jesus musste wahrscheinlich bei Maria und Josef um Vergebung bitten. Er stellt hier Jesus damit als einen Sünder dar. Und wenn Jesus tatsächlich gesündigt hätte, wäre er nicht das sündlose Opferlamm gewesen, das die Sünden der Welt tragen konnte, indem er sein Leben am Kreuz opferte, um uns zu retten. Zum Abschluss möchte ich euch noch hier aus diesem Artikel etwas vorlesen. Dort ist zu lesen, Sosas Wohnort sei Rom, der Bischof von Rom ist Papst Franziskus. Er, nämlich Sosa, ist der erste lateinamerikanische Führer der Jesuiten. In ähnlicher Weise ist Papst Franziskus sowohl der erste Jesuitenpapst als auch der in Lateinamerika geborene Papst. Ist es nicht interessant zu sehen, dass sowohl der weiße als auch der schwarze Papst Jesuit ist? Und genauso wie der schwarze Papst der erste lateinamerikanische Jesuitengeneral ist, so ist auch Papst Franziskus der erste lateinamerikanische weiße Papst. Und sie leben beide in Rom. Und was haben sie noch gemeinsam neben dem, dass sie beide der Gesellschaft Jesu angehören? Sie nehmen sich das Recht, Gottes Wort in Frage zu stellen und umzuinterpretieren. Ich möchte mit folgendem Zitat aus dem Buch vom Schatten zum Licht abschließen. In der ganzen Christenheit war der Protestantismus durch furchtbare Feinde bedroht. Nach dem ersten Triumph der Reformation sammelte Rom neue Kräfte in der Hoffnung, sie vollständig zu vernichten. In jener Zeit wurde der Jesuitenorden gegründet, der grausamste, skrupelloseste und mächtigste Verfechter des Papsttums. Seine Mitglieder mussten sich von irdischen Bindungen und menschlichen Interessen trennen, natürliche Neigung abtöten und Vernunft und Gewissen zum Schweigen bringen. Sie kannten keine Regeln und keine Bindungen außer denen ihres Ordens und auch keine andere Pflicht als die Erweiterung seiner Macht. Das Evangelium hatte die Anhänger Christi befähigt, Gefahren zu begegnen, Leid zu ertragen und in Kälte, Hunger, Mühsal und Armut nicht zu verzagen. Sie hielten das Banner der Wahrheit hoch, auch angesichts von Folterbank, Kerker und Scheiterhaufen. Um dieser Macht zu begegnen, begeisterten die Jesuiten ihre Nachfolger mit einem fanatischen Eifer, der sie befähigte, ähnliche Gefahren zu begegnen und der Macht der Wahrheit mit den Waffen der Täuschung entgegenzutreten. Kein Verbrechen war ihnen zu groß, keine Täuschung zu abscheulich, keine Verschleierung zu aufwendig, um sie auszuführen. Sie selbst waren durch Gelübde an Armut und Bescheidenheit gebunden. Ihre Aufgabe war es jedoch, sich für Reichtum und Macht einzusetzen,
um diese zum Sturz des Protestantismus und zur Wiederherstellung der päpstlichen Herrschaft zu verwenden